dir zu sagen, dass in der City heute Abend ziemlich was los ist. Ich hab dir die Locations auf deine Karte hochgeladen. Kannst gleich schon mal anfangen, dir einen Namen zu machen. Ja, fahren wir doch erstmal die Rennen und dann holen wir uns, suchen wir uns einen Shop. Außer wir sind in der Nähe eines Shops, dann machen wir das natürlich. Fahren wir doch erstmal, wir haben einmal, wir haben ein Street X, ein Sprint, ein Drift, ein Drag, ein Rundkursrennen. Wir fahren erst das Street X, weil das so schön in der Nähe ist. Und dann hängt immer davon ab, wo wir gerade sind, ob wir da irgendwelche Shops in der Nähe haben. Dann werde ich die natürlich aktivieren. Aber wir haben gerade $54, dafür kann man sich vielleicht einen Keks kaufen. Einen getunten Keks, natürlich. Hier kauft man sich alles getunt, auch Kekse sind getunt. Was geht, Claire? Lust auf eine Runde Street X? Fahr schön hinter uns her und sieh dir an, wie es gemacht wird. Würde mir sonst leid tun, einem Weiche wie dir weh zu tun. Ich schicke dir die Karte, damit du weißt, wo die Großen langfahren. Ja, ja, ja. Ist klar. Okay, hör mal her. Was du jetzt erlebst, ist der Street Cross. Das ist der heißeste Kick in der Racewelt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich eine Menge Zeit. Stimm deinen Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool, dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Also nebenbei, jetzt habt ihr ja gerade sicher auch gesehen, die Scheiben sind gesplittert an manchen Stellen, wenn die Autos die Wand mitgenommen haben. Ja, ist gut. Das ist natürlich komischerweise im fertigen Spiel dann nicht mehr so drin. Das haben sie nur in den Trailer reingepackt. Finde ich irgendwie schade. Das wäre nämlich so ein bisschen ein paar Details, aber... Naja, ich glaube, wir können auf splitternde Scheiben verzichten. Mal kurz durch... Die hat Superkräfte. Die kann durch mich durchlaufen. Will auch. Oh, Alter, was... Gibst du doch echt nicht mal alle. Ja, hi. Na, hallo. So, komm, an dem gehen wir jetzt außen vorbei. Halt, gehst du jetzt weg? Oh, ja, klar. Dreh mich rum. Blöde Sau. Kirby, du dummes Stück. Mal hier mal ganz stylisch aufholen. So wie es halt richtige Pros machen, so. Das bringt natürlich kaum Ruf, ne? Weil wir jetzt total scheiße gefahren sind. Wie viel Ruf kriegen wir? Das machen wir nochmal. Mit null Ruf gebe ich mich nicht zufrieden, weil durch Ruf schalten wir erst diese, wie sie gesagt hat, diese Underground Racing Liga Rennen frei. Und ich möchte schon ein bisschen mehr Ruf haben. Warum stehen jetzt plötzlich so viele Leute hier? Ich stand gerade nicht da. Ja, oh, ihr seid doch alle bescheuert. In den Street X-Rennen hat die KI eine Intelligenz von der Kaffeebohne. Weg da. Ja, ein paar Rufpunkte hier machen, weil die brauchen wir. Will ich schon gerne haben. Die bringen uns im Nachhinein viel, was alles noch außer dieser Racing League, sag ich jetzt mal nicht. Das wäre zu viel Gespoilere jetzt hier, da habe ich es auch nicht machen. Aber jetzt haben wir schon mal guten Vorsprung. Dann kriegen wir, denke ich, unsere 300 Rufpunkte, die man, glaube ich, maximal haben kann, soweit ich das noch im Kopf habe. Ich habe was im Kopf, ne, ist klar, ne? Das war jetzt ein Self-Diss, aber ja, gut. So, mal gucken, wie viel wir jetzt kriegen. Das ging jetzt auch zügiger. Da hat 300 Rufpunkte, so geht das. Ah, fuck, jetzt habe ich nicht gesprochen. Ach, ist egal. Ich spreche aber beim nächsten Rennen, who cares? So. Hey, wow. Ich muss schon sagen, das war genial. Noch ein kleiner Tipp für dich, jetzt wo du weißt, wie es geht. Du wirst oft hören, dass vom Siegvorsprung die Rede ist. Es ist nämlich nicht so wichtig, dass du gewonnen hast, sondern mit welchem Vorsprung. Je mehr Vorsprung, desto besser. Ah, das ist genau das, was ich gemeint habe. Hey Mann, falls du es noch nicht wusstest, hier in Bayview bin ich der absolute Experte für Tuning-Teile. Wenn irgendein Shop ein richtiges Sahneteil auf Lager hat, das du dir ansehen solltest, schicke ich dir eine SMS. Pass auf, solche Entschuldigung, nein. Weg, bevor du dich jetzt bei mir bedankst, ich hab mir noch nicht überlegt, was du mir dafür schuldest. Bis später. So, aber jetzt hier ein Drag-Rennen und mir ist gerade aufgefallen auf der Karte. Und falls ihr gerade gehört habt, das war mein kleiner Bruder. Naja, gut, wir haben hier einen Tuning-Shop, da können wir, glaube ich, Teile kaufen. Da werden wir gleich einfach mal
vorbeischauen, mal gucken, was wir schon frei haben. Aber wir fahren jetzt erstmal hier das nette Drag-Rennen. Hey, hier kommt unser Schöner vom Lande. Da hast du auch genug Geld beim Kühe im Lenken verdient, damit ich das Rennen leisten kann. Hey, was haben die alle für eine Einstellung? Okay, Mann. Also, Street Drag ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Sowas von lässig, okay, ist das, Jungs. Wow. Boah, ey. Sowas habe ich 2004 schön gefunden, solche Sprüche. Krank. Ist das lässig, Alter. Gott. Wer hat den Typen hier Drogen verpasst? Blauer Pistol, bla bla bla. Ich möchte mal in den grünen Bereich. Wo ist denn der da? Perfekt geschaltet, schön. Perfekt geschaltet, shit. Er war gut oder perfekt? Das ist meine auch im blauen Bereich gewesen. Gut, shit, egal. Die Drag-Rennen fühlt sich immer so lahmarschig an. Wieder nur gut. Ach, hallo, wir haben Vorsprung, da kann ich schalten, wie ich will. Ich kann auch direkt den Motor abbocken. Da drängst du mich ab, ey. Dann dräng ich dich ab. Ich schwör dich. Ja, kein Nitro. Ich wollte gerade schon A drücken. Passiert nichts, passiert nichts. Warum bloß? Schalalalala. Die ersten Rennen sind nicht so spannend. Das wird später noch besser. Mal kurz gucken. Ich habe mal die Tür gehört. Ich. Kurz mal gucken, ob die offen ist. Nein, ist sie nicht. Gut. Kriegen wir drauf das Rufproblem. Ja, schön. Kriegen wir. Gut. Das ist ein schönes Ding. Schönes Ding. Ding, dong, ding. Dingsen. Ah, nee, jetzt fällt mir gerade, was die blauen Shops sind. Das sind Motortuning und Pipapo. Also Tuning, coole Sachen. Ich drücke immer noch die falsche Taste, ich merke es mir nicht. Gibt der Wagen einen extra stylischen Touch mit den neuen Autoglasfolie. Jetzt in allen Spezialteilen. Bayview, ja, cool. Das ist nochmal eine extra Shop-Gruppe. Da kriegen wir dann Neonlichter, alles mögliche, die coolen Sachen. Falls erstmal hier noch die zwei rennen und dann schalten wir uns den grünen Shop da hinten mal frei. Wo ich ja gerade schon mal hin wollte, der aber noch nicht ging. Und dann fahren wir mal zu blauen. Obwohl ich erstmal zum blauen Deck immer fahren werde, weil Motortuning ist besser, weil der Peugeot kommt nicht aus den Pötten. Das ist echt so schrecklich. Jetzt hör mit deinem Gehabe auf und komm her. Sprint ist angesagt. Schieb die Kohle rüber, dann kriegst du die Streckenkarte. Entscheide dich. Naja, ich fahr mal mit. Ne? Also, wird ja nicht so schwer sein, euch hier mal zu degradieren. Ich hab den schönsten Ausblick. Eigentlich wollte ich das Spiel schon gestern aufgenommen haben, nur ja, fällt mir gerade mal so ein, dass ich es eigentlich schon gestern zocken wollte, wie bescheuerter, und leider erst heute dazu gekommen bin. Da ich ja so viel probiert habe, um eure schöne Qualität für euch hier zu kriegen, wie ich ja leider jetzt nicht einhalten kann, was mir sehr, sehr leid tut, und ich deswegen jetzt heulen musste. Nein, natürlich nicht. So, ich bin ja ein Mann. Also, Männer heulen nicht. Niemals. Nein, nö, also. Also nur, wenn es sein muss, ne? In so nötigen Fällen, so 100% der Fälle. So, dann fahren wir doch mal hier kurz lang. Ich fahre jetzt mal nicht geradeaus, weil ich möchte euch noch was zeigen. Ich weiß nicht, ob es der Shop ist, den ich meine.
Das sieht man nämlich immer an den Lampen, die auf der Straße gezeigt werden oder die vor dem Shop stehen. Die Lampen haben immer eine schöne leuchtende Farbe. Ich hätte jetzt auch die Abkürzung fahren können, aber die fahre ich aus einem Grund nicht. Weil hier ist, warte mal, was ist der grüne oder was ist das für einer? Da ist auch ein Shop, ich weiß nicht, ob es da ist, ein Lila, glaube. Da kriegen wir halt Spezialteile wie, ja, Neonlichter und so. Den habe ich auch schon mal, den muss ich gleich nochmal hinfahren und den aktivieren. Ja, ich kenne einen Großteil der Shops noch. Es gibt ein paar, die versteckt sind und die finde ich meist auch nicht. So gucke ich halt noch auf einer Karte nach, weil... Pff, suchen ist jetzt hier nicht so meine Sache, ne? Also, ne? Ich fahre gerade mit etwas wenig Frames, was mich etwas stört. Komischerweise bei dem 350Z hatte ich die nicht, nur seit dem Peugeot. Und normalen Rennen habe ich die auch nicht. Ich gucke mal nach der Aufnahmesession nach, ob mein PC heute wieder irgendwie in irgendeiner Art rumzickt, was er sehr gut tun könnte. Aber naja, noch läuft es und der Wagen ist grundsätzlich eh nicht schneller. Also kann es auch einfach sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich zu wenig Frames habe. Bei Frames glaube ich eh nicht, der ändert schon seit 5 Minuten die Frames da oben nicht. Daran wird es sicher nicht liegen. Und ein Frames tatsächlich abgeschossen. Das weiß ich, das habe ich im Instinkt. Ja, ich weiß auch nicht, was für ein Instinkt ist, dass man eine Ahnung hat, ob Frames sich abschießt, aber gut. Ist bei mir halt so angeboren als Let's Player. Puh, ein bisschen Spaß haben, zack, zack, zack. Ja, ein bisschen Augenkrebs und so verursachen. Ganz gechillig abbremsen. In anderen Grund, eins war es ja noch, dass es so an manchen, wenn so eklig heftige Kanten gab, die einem direkt das ganze Rennen versaut haben, die wurden hier leicht mehr abgerundet. Es gibt also nicht mehr so viele Kanten, wo man hängen bleiben kann am Wenden. Was ziemlich gut ist. 3 Rufpunkte wieder kassiert. Ja, wir haben kassiert, die anderen auch. Boah, Alter, ich könnte mich selber schlagen für die Witze aktuell. So, nächstes Rennen. Ja, ich sehe, dass du so ein Sound, dass ein Peugeot echt so einen Sound hat. Kaufe ich direkt den Wagen. So, das muss jetzt gleich links um die Ecke sein. Bringen wir uns um die Ecke. Ha, ha, ha. Oh Mann. Ich mach's kurz. Du gibst dein Geld und wir geben dir die Streckenkarte. Also Bock auf ein paar heftige Rennen. Mal gucken, ob die Sprüche noch in den nächsten Rennen noch besser werden. Es wird ja echt. Steig von niedrig auf hoch, ja. Wir sind hier so die Hartz-IV-Tuner. Das sieht man auch an den Autos. Das sind so Hartz-IV-Empfänger-Autos mit getunte. Zieh, zieh, zieh! Hallo? Ich bin der LPN. Grüß Gott. Oh, das ist aber ein kurzes Rennen, aber es ist so ganz süß. Haben uns sogar das Driftrennen für Schluss aufgehoben, weil Driftrennen machen in dem Spiel wirklich ordentlich Laune. Ich möchte jetzt einfach mal aus Spaß halber rumdrehen. Tschüss. Nämlich. Sag mal. Hast du eigentlich das Bedürfnis, in andere Leute reinzucrashen? Also, sonst geht's noch gut. Jetzt sieht man mal, die Autos lassen sich sehr leicht rumdrehen. Das ist sehr schön, finde ich. Da lässt sich die eigene Karre genauso leicht rumdrehen. Aber ich habe auch meist das Gefühl, die Gegner versuchen es gar nicht gegenzulenken. Shit, 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 shit. Das war ein bisschen schnell, die Kurve. Man sieht auch, damals gab es schon super gute Lichteffekte und so. Schaut mal auf den Auto, wie schnell sich da die ganzen Spiegelungen und so updaten. Das ist immer so ruckartig. Das war halt 2004 so. 2004 gab es noch nicht super Shader-Effekte, da gab es noch keine Frostbite 2 Engine. Wie geil das Spiel war, mit Frostbite 2 Engine zu zocken in Full HD. Oh, Alter. Ich will mir Need for Speed Underground 3 in Full HD mit super geiler HD-Grafik. Ey, das wäre so episch toll. Oh, aber leider wird das eigentlich daraus nichts. Aber The One wird ja auch gut. Sogar sehr gut. Also die Demo hat schon Lust auf mehr gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, ich habe in meinem Kanal Let's Demo gemacht. Einfach mal reinschauen, da seht ihr ja dann, worum es geht, ging bei der Demo und auch meine Meinung zu dem Spiel, zumindest auf den ersten Eindruck.
Und ja, da seht ihr eben noch mehr, will ich jetzt zu dem Spiel hier gar nicht sagen, weil das gehört hier gar nicht hin. Ja, schalte doch mal! Muss ich immer den Motor in die tausendsten Umdrehungen reinballern? Viel zu ja, danke schön, Wand. Komm! Der hat einen Tourenbereich, der ist echt ekelhaft. Aber ich glaube auch, der einzige Peugeot, den ich kenne, der erstmal 7000 Touren anfängt zu schalten. Ich würde es vorher machen bei dem Auto. Aber gut. Wir sind Underground 2, da ist alles viel schneller und cooler. Und viel mehr bling-bling und, ja. Und auch nur in dem Spiel gibt es Underground 2 Nummernschilder. Ich möchte auch gerne ein Underground 2 Nummernschild. Wer möchte kein Underground 2 Autsch. Ja, Mann. Ich scheiß Sonntagsfahrer. Nein, wir haben hier Dienstag. Ich bin keiner. Gedisst. Nicht wirklich, aber gedisst. Yo. Ja, fahren jetzt gleich erstmal noch das Drift drin und dann fahren. Obwohl, der grüne Shop ist in der Nähe. Den kann ich ja mal kurz aktivieren, ja. Mann, ich will mein Auto jetzt schon voll cool auftunen, so mit allen Dingen, die es hier gibt, aber das kann dauern. Man schaltet ich langsam neue Teile frei. Immer so zwei, drei Sachen und dann. Oh, guckt man immer so weiter im Menü und sagt so, oh, den will ich haben, das will ich haben. Und dann siehst du, das ist fast ganz unten, weißt du, oh, 2 Jahre noch. Dann kann ich mir diese Teile kaufen. 2 Jahre noch sparen. Let's playen. Wow, das war jetzt knapp. Sollte nicht mit so zugekniffelten Augen Auto fahren. Aber es fühlt sich cool, episch an, wenn man das dann mit zugekniffelten Augen ins Auto sagt. Und mit dem einen so zuckend. Zum Glück habe ich die Kamera nicht an, jetzt kämpft voll Psycho rüber. Ich war ganz gut, habe ich mein cooler Pad überhaupt dran? Ja, habe ich. Und man hört es auch schön deutlich. Danke, PC. Laptop. Laptop. Ist ein Laptop. Ein schlechter Schlepptop. Ja, ein ganz schlechter. Geh von Hardware eigentlich nicht, aber von Temperaturen. Krieg die Kurve, Peugeot. Power Slide, ja, nee, ist klar. Was ist Power? Ich könnte jetzt auch noch ganz cool sein. Ich möchte jetzt Peugeot gerne mal rumdrehen und mit rückwärts reinrutschen. So kann man es auch machen. Und draußen gibt es etwas Stress. Ich hoffe, das hört man nicht. Sonst muss ich mich leider etwas an dieser Stelle leiser stellen. Weil mein kleiner Bruder etwas rumzickt. Etwas. Oh, wir haben wieder neue Sachen. Hörst du das? Setz dich mit unserem völlig neuen Auspuffladen in der Masse ab. Er ist Gastgeber in der Kasse, in den allen Kaufsrie-Shops in Bayview. Ja, den müssen wir erst noch finden. Ich habe 30 FPS. Ja, doch, ist flüssiger. Oh, jetzt fahren wir erstmal kurz zu dem coolen Tuning-Shop, den ich auch weiß, wo er ist. Hört man die. Mein kleiner Bruder versucht immer, das zu diskutieren. Das ist immer total süß bis nervig und dann ätzend. So, ihr seht hier, sind die grünen Lampen, das heißt eben, hier ist ein Shop und Geld. Ja, möchten wir betreten. Das überspringen wir mal. Check das. Schürzen, Spoiler, Schweller. Alles, was du willst. Der Karosserie. Jo, check das, Alter! Boah, mein Gott! Kostet gerade mal 300, aber wir haben 1000. Oh, wir haben 1500. Seht ihr, wir werden hier. Das Stern steigen wir auf. Oh, die Schürze ist einfach so geil bei dem. Das sieht einfach nur geil aus. Und auch hier, guck mal, das sieht doch einfach aus. Schön. Was haben wir noch? Da müsste ich natürlich auch hier die Rohan nehmen. Das sieht richtig mega aus. Haben wir noch nichts? Haben wir Scheinheimer? Haben wir die Evils? Ja. Haben wir auch schon welche? Dann Auspuffe haben wir jetzt auch nicht. Aber wer macht sich so eine Auspuffblende ran, die fast kleiner ist als die normale? Ja, das. Und Fehl. Nein. Boah.
Er singt, ich bin gleich wieder da, bis gleich. So, wieder zurück. Und hier können wir uns Felgen auswählen. Ich guck gerade mal. Ein paar BBS-Felgen hätten natürlich auch Style, ne? Der Bruder macht gerade etwas Stress, ist müde, glaube ich. So, ich weiß nicht, ob wir hier so ein bisschen einkleiden wollen in seinem Wagen oder lieber auf Motortuning achten, aber ich finde das so cool. Ich möchte die hier, die sind so schön, die kaufen, weil ich kann ja alles noch nachträglich wieder abbauen. Aber nicht die hier. Nur die hier. Können wir noch 500. Wie viel kosten Felgen? Sieht mir so scheiße aus, den kleinen. WBS zum Beispiel. 400. Da hat sich natürlich Motortuning erledigt, ne? Machen wir Motortuning später. Wir machen erstmal so, das machen wir erstmal rein. So gefällt er mir doch schon, brauche ich Neues. Wir haben zwar noch scheiß Felgen drauf, aber Motortuning ist mir jetzt wichtiger. Aber der sieht übelst breit aus. So, fahr jetzt noch das letzte Rennen erstmal. Das ist dann markieren. Das markiere ich mir jetzt besser. So, dann machen wir das. Da geht's lang. Jetzt hier links. Und dann müssten wir, ja, das fahren wir jetzt noch und dann mache ich für heute erstmal Schluss. Ja, es sollte erstmal reichen, weil ich muss jetzt auch mal eine kurze Pause machen. Vielleicht nehme ich gleich nochmal auf oder morgen oder wenn ich Lust habe. So, auch mal wegen der Qualität erstmal gucken. Wow, ja, schön vorbei. Ich bin echt ein Skiller. Obwohl, wir machen erst noch kurz den Shop da hinten auf. Den will ich jetzt noch kurz anmachen. Also, das nagt jetzt gerade daran. Ah, Spezialteil. Ich spiele doch schon Specialty. Ah, das ist gelb. Ah, das war gelb, die Farbe. Ah. Treten. Ich wusste die Farbe von dem Ding nicht mehr. Verpasst deinem Auto mit Ach, halt die Klappe. Und der besseren Hi-Fi-Anlage einen eigenen Style und sorgt beim Rennen für neidische Blicke. Ja, haben wir hier Armaturen, Neonlichter, Glas, Scheibenwerferkupplungsfarbe ändern, Nitrofarbe, Nitrofarbe, Hydraulik, Lautsprecheranlagen, Spinners, also so drehende Felgen, Motorhauben und Türen. Wir machen erstmal davon gar nichts, das brauchen wir jetzt noch, brauchen wir jetzt noch nicht, das kommt später noch. So, fahren wir jetzt mal das Rennen jetzt noch. Ich weiß nicht, vielleicht lade ich das direkt als ganze Folge hoch, damit ihr direkt schön was zu schauen habt als Part 1. Das kann gut sein, dass ich es für Part 1 extra so lange hochlade, aber mal gucken, vielleicht cutte ich das auch noch. Scheint es ja ein netter Junge zu sein. Also warum fährst du nach Hause und gibst deiner Mama den Wagen zurück? Wenn du trotzdem mitfahren willst, kannst Mutti ihre ihre Karre abschreiben. So, du hast es in der Hand, aber lass mich nicht die ganze Nacht warten, ja. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen dein Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das alles raus hast, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und hier wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Machen wir das doch. Ja, driften, ich brauche die Handbremse eigentlich nicht. Mit normaler Bremse geht das auch vollkommen und gut. Wenn man die kurz antippt, driften die meisten Autos direkt so schön. Ja, driften war ja im zweiten Teil mit mehreren Gegnern. Stimmt ja, ich hatte mich gerade noch an den ersten Teil, da ist mir der Leine gegriffen, was ich auch irgendwie besser fand, weil man nicht so Kollegen hatte, die am kompletten Weg standen. Boah, der sieht ja so geil aus mit diesem Bodykit. Aber den schützt zumindest. Ach
Das war schlecht. Ja, das war schlecht. Ich tippe nur Bremse an und ihr seht, wir können driften wie ein junger Gott. Ich habe jetzt noch nicht mal was angetippt. ...12.000, ich glaube, wir haben jetzt schon gewonnen. Durch die Nitro... Warte, gibt es Nitro im Drift? Ich weiß nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall einen stärkeren Motor, der ein bisschen mehr anzieht, wenn man gedriftet ist. Weil, wie ihr seht, wir kommen nicht aus Pötten, aber wir haben... ...fast dreifach so viele Punkte wie die Gegner. Ja, wir haben mehr als dreifach... Ja, wir haben über dreifach so viele Punkte. Schaut euch das mal an, so macht man das halt. Und zurück zum Explore-Modus. Wir haben jetzt alle Rennen. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Das zweite gefällt mir, das erste überhaupt nicht. Dass wir einen neuen Stadtteil freigeschaltet haben, weil jetzt diese Übersicht kam über den. Yo, Beacon Hill. Hey, ich höre gerade auf dem Funk, dass die Straßenfahrt Beacon Hill jetzt frei sein soll. Da gehen bestimmt bald die ersten Rennen ab. Fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Ja, gerne. So, was haben wir jetzt? Hallo, was haben... Oh Mann, ich bin echt... Wir haben jetzt... Ja, wir haben genug Rennen. Wir haben jetzt erstmal ein Street X. Zwei Street X, um genau zu sein. Ein Rundkurs, ein Drag-Rennen, ein Drift-Rennen, zwei sogar... Und noch Sprint. Aber das werden wir erst nächstes Mal machen. Wir fahren jetzt erstmal. Können wir nicht so einen Unterschlupf? Ja, können wir. Das ist gut. Zur Garage. Wir schauen nochmal unseren schicken Peugeot 206, den wir jetzt bisher aufgetuned haben. Speichern mal. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal von Let's Play Need for Speed Underground 2. Ich bin der Happy Hump und sage mal, haut rein.